Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu heutigen Dead Island 2 Stream. Ja, beim letzten Mal haben wir Michael verloren. Den Hardcore-Typen, der sich alleine durchgeboxt hat und am Ende doch gestorben ist. Wir dachten erst, er hätte es lebend durchgeschafft, aber er wurde offenbar unterwegs gebissen. Aber trotzdem Respekt an ihn, dass er so lange durchgehalten hat. Ja. Die Emma, die ist jetzt sauer auf uns. Die hasst uns, weil wir den Untoten erschossen haben. Und ja, beim letzten Mal habe ich gesagt, ich würde heute nicht mit der Hauptstory weitermachen, sondern ich würde gerne Nebenquesten heute mal machen. Dafür gehen wir offenbar zurück zum Halperin Hotel. Ich verstehe gerade nur nicht, warum mein Controller von alleine spinnt. Ich schließe ihn gerade nochmal neu an. Also ja, wie gesagt, wir wollen heute erstmal zum Halperin Hotel. Wir haben letztes Mal auch die Schusswaffen freigeschaltet. Ganz vergessen zu erwähnen. It's done. Emma's a mess. She threw me out. I'll talk to her. Damn, this was too close. This shit cannot happen. So, die erste Waffe, die ich jetzt heute ausprobieren will. Die Nagelpistole. Vielleicht treffen wir jetzt auch den Zombie, der nötig ist, dass wir die ein oder andere Kiste öffnen können, wollte ich sagen. Warum wurde die Musik gerade so bedrohlich instant? Ich glaube, ich darf gerade nur aus einer Tür raus. Ich habe den Schlüssel, warum auch immer, nicht mehr. Oder darf ich hier oben raus? Hier oben konnte man doch auch irgendwo durch. Nee. Nur für den Fall der Fälle. Dass jetzt eine Sequenz kommt. I gotta. Sam's tough. He'll keep you safe. Sam? You think there's room for me and my family in his apocalypse fantasy? Once he gets inside Emma's panties, we're all fucked. Hey, there you are. Shit been way too loose around here. Martin almost bit Emma. Michael! Right, right. Now on, no one goes outside except me. Says you. Move out of the way. I keep saying, don't trust those fucks. You're better off here. Yes. Stay. I'm immune and they want me for a vaccine. You think I'm gonna lock myself indoors? Okay, learn the hard way. I got one last tip for you. When I had to get around Banoi, I used the sewers. I ain't saying they're safe, but you can line them up. You'll be back. Hey, Emma's pretty shook up. How about you fix her some of that motherfucking Yorkshire pudding shit she likes? This is the end. You'll be okay, Madrecita. Ich hoffe, denen geht's am Ende wirklich gut. Sores, you better not be gross. Oh nee. Too gross. Seid nicht so ekelhaft. Wie heftig sieht denn die Nagelpistole aus? Ich kann immer noch nichts dagegen machen, dass das Spiel stumm wird, sobald ich raus habe. Warum ist die Musik momentan so extrem? Als ob die Kacke am Dampfen wäre. Ich mag die Nagelpistole. Vor allem, weil die schön leise offenbar ist. Und deswegen die nicht alle anzieht. Was ist denn hier den Weg runter? Ach, da sind die Abwasserkanäle. Okay, da gehen wir noch nicht hin. Wie gesagt, ich will ja erstmal hier auch ein bisschen Nebenstory machen. Vielleicht, wenn ich den einmal anschieße. Ja, latscht da durch. Perfekt.
Da ist auch nur wieder Kanalisation, ne? Ja. Das Beste wäre natürlich, so einen Schlüsselzombie zu finden. Unterschrift erforderlich. Papierspur des Paketbotens zu einer neuen Waffe. Oh. Ein Ausdruck mit handschriftlichem Vermerk nach dem ersten Eintrag. Sonderzustellung, Niki Gute, 12 Arkhill Ridge, auf der North Hunting Arms. Lieferhinweis, gefährliche Schusswaffe, für den ausschließlichen Gebrauch durch lizenzierten Besitzer bestimmt. Paket hat während des Transports in verschlossenem Sicherheitscontainer zu verbleiben. Waffe ist stets mit äußerster Umsicht zu behandeln. Wenn sie aus dem Container entnommen wird, Unterschrift erforderlich, ja, zurück an Absender, niemand zu Hause. Verpinnen diese Leute denn nicht, wie viele Tage ich schon hinter dem Zeitplan bin? Es ist zusammen, Wayne. Nur noch 3 Stops, fast daheim. Fast daheim. Weil es eventuell die Knarre einfach selber nehmen sollen. Okay, wir suchen den Postboten, der irgendwo hier in der Nähe rumgammelt. Aber was meint er mit der Papierspur folgen? Nur noch 3 Stops. Ich suche gerade die Adresse, die hier in dem Schreiben drin war. Guck mal, so ungefähr die Hälfte der Karte haben wir schon entdeckt. Guck mal, hier bei Beverly Hills haben wir noch 8 Nebenquests und eine Suchmeldungsquest. Und natürlich noch einige interessante Orte. Da sind 2 Nebenquests beim Hotel. Bei dem Monarch Studios ist eine. Man sieht, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Bist du hier hochgegangen? Halt die Klappe! Gleich noch einer von denen. Ich hab irgendwie daneben gerade gehauen. Sonst noch wer? Oh, hier sind Schrotpatronen. Hi Sophie, wie? Hallo Brigitte! Ach, Günther hast du auch gleich mitgebracht. Ist aber nett. So, ballert man denen das verschissene Hören raus. Keine Ahnung, wie viele Patronen da drin sein können, aber wenn mir hier schon Patronen vor die Nase gelegt werden. Vielleicht muss ich auch einfach nur eben kurz 3 Stops weiterdenken. 1, 2. Könnte sein, dass der hier irgendwo gestorben ist, hier unten. Hi! Darf ich dir was zeigen, was wunderschön ist? So, wo ist denn unser Postbote?
Du bist nicht mein Postbote, oder? Also die halten gleiche hässliche Visage, aber nee, bist es definitiv nicht. Oh, hier liegt was. Toni, der Geldgeile. Du hast Glück, nicht hier zu sein. Toni Oberschnorr Sinclair ist gerade aufgetaucht. Dieser Freak. Bleib bloß nicht allein mit ihm. Ich behalte ihm ein Auge. Ich kann Mr. Sinclair nur einen so schäbigen Typen zum Neffen haben. Was will er? Geld? Offensichtlich. Denk wohl, Curtis sei gerade so gute Stimmung, weil er noch eine Auszeichnung für sein Lebenswerk bekommt, dass er sein Portemonnaie für ihn aufmacht. Und falls nicht, hat er gleich einen Anwalt mitgebracht. Wow, das hat klasse! Niemand sollte ihm raten, diesen undankbaren Schuft loszuwerden. Das wäre eine Aufgabe für dich. Schließlich bist du sein Liebling. Vielleicht mache ich das. Hey, bei mir ein paar Reste mit. Ich habe stundenlang gekotzt und jetzt habe ich Hunger. Wirklich? Ich schaue mal, was ich finde. Moment. So, ich wollte nur das Problem einmal kurz lösen. Ich habe immer noch kein Postbote. Danke dafür. Aber wir haben hier nochmal eine neue Nachricht gefunden. Also es lohnt sich nochmal, die alten Häuser abzugrasen. Zumindest nach einer Weile. Ach, ich liebe den Hammer. Da ist noch so eine Pute. Oh, ich habe die Anwältin gefunden. Ey, was fällt dir ein? Ich unterhalte mich gerade mit der Anwältin. Oh, ich habe eine gute Idee. Hey, guckt euch das Ding da mal an. Ja, so ist schön. Ja, das ist fein. Ja, feini. Okay, die Anwältin juckt meinen Tritt ins Gesicht nicht. Tschüss. Hättet ihr nicht wenigstens den Postboten mitbringen können? Sonst noch wer? Ey, man zieht sich ein Hemd an, bevor man rausgeht. Curtis Safe-Schlüssel. War hier in dem Haus irgendwo ein Safe? Ja, da. Gerade mal markiert. Hi! Drauf vorne ist immer die gute Idee. Bessere Knarre. Warte mal, der frisst doch andere Munition, oder nicht? Ach, ich kann ihn eh noch nicht nutzen. Naja, danke für den Safe-Schlüssel, werte Anwältin. Ich sehe hier keinen Postboten. Vielleicht bei den netten Nachbarn. Muss schon sagen, diese Schreie, die gehen mir teils auf den Keks.
ist einfach so schön, die Fliegen zu sehen. Es tut in der Seele allein schon gut. Poolinspektion. Ich glaube, da ist Obi. Ein Moment. Berechnet. Das war ein sehr guter Wurf. Okay, der kommt jetzt hier hin. Komm doch. Hallo. You almost made it, Obi, but looks like that sword's gonna be mine. Ich weiß ja nicht. Würde ich ein gestohlenes Schwert stehlen? Jetzt möchte ich nur wissen, wo, ne? Warte mal. Ich habe Obis Schlüssel. Wo müssen die hin? Na, Schrotflinte habe ich nicht mehr viel Munition. Sehe ich gerade. Hallo. Ja, tut mir leid. Ich habe den Schlüssel nicht. Sonst würde ich dich rauslassen. Da ist jemand dickfett am Party machen. Ich glaube, du hast den Schlüssel. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Heu daneben. Ich wollte gerade sagen, ich will weg von der Wand. Ganz ehrlich, bei dir brauche ich meine letzte Munition für die Schrotflinte ruhig auf. Danke für den Schlüssel. Ach so, das ist nur der Safe-Schlüssel. Na toll. Ja, wo muss ich jetzt Obis Schlüssel verwenden? So, wo ist meine Kiste? Da ist meine Kiste. Das Ding ist noch unter Strom, oder? Warte mal, kurz gucken. Ich habe doch gar keinen Inventarplatz frei. Na gut, das Ding will ich jetzt eh aufwerten.
Offiziersschwert des Elektroschockers. Hm, 319 Schaden ist in Ordnung. Ich kann ja kurz gucken, ob die mir Munition eventuell verkaufen. Jo. Lass mal rüberwachsen. Ich habe gerade irgendwie Munitionsknappheit. Oh, die verkaufen hier, glaube ich, eine viel bessere Pistole, als ich sie habe. Ja, tun sie. Gut, ich habe ein krasses Offiziersschwert bekommen. Ich verkaufe das hier auch mal, aber ich repariere das vorher. Did who do what? So. Dann pinne ich mir mal die Quest jetzt hier am besten an. Weil das war ja das, was wir eigentlich vorhatten. Und erst nach einer anderthalb Stunde anfangen. Ich ignoriere einfach mal, was hier rumfleucht und gehe einfach jetzt zum Hotel straight. Ja, ja, schrei du nur. Ich hatte gerade ganz kurz keinen Sound mehr. Ich will gerade ganz kurz nachgucken. Okay, OBS hat gerade kein Problem. Der Avatar hat gerade irgendwie wieder ein FPS-Problem. Ich will aber das Programm nicht nochmal neu starten. Ich hatte gerade wirklich ganz kurz einen Aussetzer beim Sound, und zwar komplett. Okay, im Ballsaal, das ist nicht weit. Versammelt euch mal beim Grenadier. Geh mal dahin. Danke. Schön, dass es noch Leute mit Anstand gibt. Boah, was für ein cooler Effekt, ne? Danke für den Energy Drinks, Jungs. Lasst mich vorbei! Leute, ich krieg durch meine eigene Bombe keinen Schaden? Ich stand mittendrin, ich habe keinen Schaden kassiert. Ich habe doch aufs Magnetschoss geschossen, oder nicht? Ach komm, zum Verschrotten. Einmal kurz Rucksack. Ich hoffe, wir können dem Typen rechtzeitig helfen. Gerade zieht der Controller wieder irgendwie ein bisschen nach links. Erstmal kümmere ich mich um das Problem. Das kann ich nämlich einfacher lösen. Das ist nämlich schön viel Angriffsfläche, mein Freund.
stimmt ja, das Hotel selbst war gut beleuchtet. Balsal. Ruff? Fucking piece of... Oh, hey! Hey! Up here! Balcony! Hallo! Yo, are you oh, up? Warte. Yes! So Hannah got at least part of my message. I'm glad you're here. I was only halfway done. Gotta put that on hold, dude. Get down. I'll get you back to VCLA. I don't need an escort. I need data. A paramedic friend told me her ambulance got requisitioned to transport barrels here. The soldier said it was stuff to fuck up the zombies. Did it work? That's what I need to find out. There were scientists here. I found their workspace, but zombies found me and treed me up like a cat. I need to look at their notes. See if this weapon is something us Bobcats can use. Weapons are good. Okay, I can check the ambulance. We just need to clear out that workspace for you. Hey, we've got speakers in here. Music. Loud music. Yes. Okay, I'm good with tech. I'll make this work. Let me know when you're on your way back. Okay, ich suche einen Rettungswagen. Das wird wahrscheinlich auch das letzte sein, was wir heute machen. Hier wieder irgendeine Party zu feiern. Ich sollte mir echt eben kurz wieder das Wasserwurfgeschoss hier reinwerfen. Einfach nur allein schon wegen dem flammenden Typen. Ich habe übrigens langsam die Befürchtung, dass Elektro auf den Krallen doch wesentlich besser ist als Säure. Ich bringe dich irgendwie gerade selber um. Da, da sind die Rettungswegen. Rav, you there? There's one of those big caustic pukers by the ambulance. Give me a hot minute. Got it. I'm in a vent now on my way to the workroom. I powered up the DJ setup by the stage in the ballroom. Ready when you are. Won't be long. Caustic puke. It's like they're adapting their weapons. Oh, ist das Schwert schnell. I get my second best pair. One of them on the dissecting table. Oh, wir haben den Ambulanzfahrer gefunden. Okay, das Offiziersschwert zu holen, das hat sich wirklich gelohnt. Das ist ultra schnell. Hast du was Schönes bei dir gehabt? Oh. Muss mal kurz die Grütze hier entfernen. Warum auch immer ich die Grütze da nicht... Ach, weil da ein Kanister ist, der durchgehend welche produziert. Einen Moment. Vielleicht kann ich die Grütze selber ja zerstören. Also den Kanister, der ihn produziert. So, der Kanister ist kaputt. Muss die Grütze nur noch entfernt werden. Die Kanister selbst habe ich ja gerade kaputt gemacht. Ach, da ist noch ein Kanister. Hi! Sorry, Kumpel, aber dich hat keiner eingeladen. Rav? Hey, what'd you find?
den Lieferungsbescheid. Computerausdruck in 3 verschiedenen Handschriften unterzeichnet. Der Frachtbrief, ja. Ladung XY. Evakuierungszentrum 6, Harperton Hotel. Lindquist. Was zur Hölle wurde drüber gekritzelt? Okay. This stuff's fucking powerful. Some kind of solvent? The army filled the pool with it. They've been dissolving bodies anywhere they can. That's surprisingly smart, actually. I was experimenting with acid, but it dissolved my weapons. They went alkaline instead. And I bet they used it as a live one. We're going on the DJ setup here. Come drop the beat so I can get at their notes. Sweet. Trying to blast those zombies with pure bangers. While they're heading to you, I'll get what I can. Oh ja, bei der Mucke bin ich dabei. Schublende hebe ich mir mal auf. Ich nehme mal die Pistole, weil das werden einige Gegner sein. Ich weiß schon, was ich tue. Kann ja ein bisschen vorbereiten, ne? Das wird eine heiße Party. So, damit ich auch ein bisschen explosiv dort habe. Und bei der anderen Richtung. Ach, reicht, wenn ich den da hinwerf. Ich habe gerade einen Hänger. Ich soll meine besten Moves zeigen. Oh, hi. Das funktioniert ja gar nicht. Okay, funktioniert doch. Ich hoffe, die Musik ist copyright-frei. Wieder weg. Genau deswegen. Hi. Oh, ein Nagelmagazin. Hi. You're a lifesaver. Literally. I found their notes on Caustic X. Anything good? Caustic X works, more or less. But it shouldn't work as fast as they think it does. Up for some field work? If it involves slicing and dicing some more zombies, then yeah. Yeah, I am. Loving the attitude. Baller as hell, no cap. And yes, it does. I need you to use that solvent to kill zombies. You said they filled up the pool, and I'll observe from the top floor. So I'm doing all the work, and you're just taking notes? It's not science unless you write it down. Well-known fact. I wanna know, dude. I'll call when I'm ready. Okay, zum Pool. Oh.
go. Begin performing the science. Sure, like kicking some moaners into the pool, yeah? If you wouldn't mind. Muss ich nur reintreten, ne? Wir müssen... Warte mal. Bin ich... Mir kommt ein Genius-Gedanke. Ich lasse sie einfach selbstständig da reingehen. Einer. Fuck yeah, that was awesome. Ich muss gerade ein bisschen warten, bis das Teil wieder ready ist. So, geht mal rein. Ist doch schön, wenn die sich selbstständig reinstürzen. Bei dem Feuerwehrtypen muss man immer schießen, ne? Kriegt man nie anders tot. So. Ich mache mich mal eben kurz an der Werkbank da zu schaffen. Oh. Oh! Das ist, glaube ich, eine bessere Version von der, die ich hier gerade habe. Warte mal, ich lege es nur ab. Ja, ist auch schon ein Scharfschützen-Ding. Heißt so viel wie? Ich nehme mal kurz die und verschrotte die. Hab gerade eine bessere Version gefunden. Nice, keine Beschwerden. Und zum Beispiel ein Proteinriegel. You are hell on wheels, you know that? Fucking pleasure to watch. I checked back in with Hannah and everything's cool now. Thanks for your help. Hey, no worries. Ask me for help with your science experiments anytime. Now I know it works. It should be simple to causticify a weapon for maximum melting instead of using acid. Until I do though, here. To the victor, go the toy. Whoa. I'm gonna have fun with this. Thanks. I'll head back to the canals and apply what we found here. We're all in an arms race now, and we have to win it. Nahkampf-Liquidier-Mod habe ich gerade bekommen. Und auch eine neue Karte hier. Das bringt mir eigentlich so gut wie gar nichts. Aber die XP kann ich gut gebrauchen. Oh, ich habe die Kaustik-Bombe damit freigeschaltet. Ja, sehr gern. Ich will die einmal kurz ausprobieren. Da vorne haben wir ein Opfer. Da verheeren des Kaustiks. Ah, okay, kann ich mir einfach die Musik gönnen. Ey, jetzt weiter. Okay. Neben mir war wohl ein Malmer, den ich nicht gesehen habe.
Die Musik ist cool. Ich warte gerade, dass meine Bombe wieder ready ist. Probier die an dem da aus, der ist schön langsam. Hau ruhig einmal zu. Oh, das ist wunderschön. Ich weiß nicht, wo die Kiste für den Militärkurier ist. Ich glaube, das muss ich jetzt gerade auch nicht wissen. So. Nebenquests habe ich für heute dann so gesehen vorerst erstmal abgeschlossen. Kann ich diese Musik auch abschalten? So, konnte ich. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir haben hier genug Spaß für heute gehabt. War doch lustig mit der Party am Ende. Und der ewig langen Suche nach der einen Waffe. Wir haben eine neue Bombe. Wir haben einen neuen Mod, den man wahrscheinlich irgendwo sehen kann. Stimmt ja, ich kann mir die Schlüsse hier alle angucken, ne? Da steht ja auch bei, wo die ein oder anderen Schlüssel hin müssen. Okay, irgendwo in der Hauptlobby. Kann ich vielleicht noch einsammeln, wenn ich hier ab und mache. Also ich hatte auf jeden Fall Fun heute. Muss gerade nur wieder die fiese Nachbarschaft verkloppen. In der Hauptlobby soll eine Kiste irgendwo sein? Hä? Sehe nichts, was auch nur ansatzweise in die Richtung geht. Ebenfalls für YouTube, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da, bei Twitch und Follow. Beides ist gegenseitig verlinkt. Und ich würde mich an der Stelle von YouTube als erstes verabschieden. Ciao und bis bald, während ich diesen Zombie da hinten noch eben kurz eine runterhau. So, jetzt aber wirklich ciao.